Wir für mehr. Das ist Jasmin. Sie arbeitet als Elektroingenieurin bei Dreh und Zahl in Leipzig. Dort entwickelt sie Elektromotoren. In den letzten Tarifrunden hat Jasmin mit der IG Metall ordentliche Lohnerhöhungen für sich und ihre Kollegen durchgesetzt. Mit dem Plus im Geldbeutel konnte sie höhere Kosten für Heizung und Strom ausgleichen und sich ein paar schöne Dinge leisten. Auch dieses Jahr hat Jasmin eine Entgelterhöhung verdient. Die IG Metall erklärt, warum. Zunächst ist da die Inflation. Sie sorgt dafür, dass Jasmin für ihr Geld weniger kaufen kann, weil die Preise steigen. Die Europäische Zentralbank sagt, dass die Inflation 2015 bei 2% liegen soll. Außerdem hat Dreh und Zahl Abläufe im Betrieb optimiert und mit einem Teil der Erlöse moderne Maschinen angeschafft. Jasmin und ihre Kollegen können so in der gleichen Zeit mehr Elektromotoren herstellen als zuvor. Auch in anderen Betrieben und Branchen arbeiten die Beschäftigten schneller, besser und produktiver. Das nennt man Produktivitätsfortschritt. Er beträgt in Deutschland mittelfristig 1,5%. Jasmin findet, Dreh und Zahl muss ihr zumindest einen Ausgleich für die Inflation und den Produktivitätsfortschritt zahlen. Das wäre sogar verteilungsneutral. Außerdem sollten Jasmin und die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie einen angemessenen Anteil am Erfolg der Unternehmen bekommen. Das wäre nur fair. So könnte Jasmin nicht nur höhere Preise ausgleichen, sondern sich wieder etwas leisten. Deshalb fordert die IG Metall ein Plus von 5,5%. Die Unternehmen der Branche können es sich leisten, den Beschäftigten mehr zu zahlen. Alle Wirtschaftsinstitute sagen, sie können für 2015 mit einem stabilen Wachstum rechnen. Und 2014 haben sie gute Gewinne gemacht. Ihre Erträge liegen weiter auf hohem Niveau. Dass Jasmin und ihre Kollegen einen fairen Anteil bekommen, ist nur gerecht. Und nicht nur das, es wäre auch gut für die Wirtschaft. Denn höhere Löhne stützen die Konjunktur. Wenn die Löhne der Beschäftigten steigen, können sie mehr Geld ausgeben. Das kurbelt die Wirtschaft in Deutschland und Europa an, sichert Jobs und sorgt für mehr Wohlstand. Tarifrunde 2015. Wir für mehr.